Ja, das Jagdschloss Grunewald ist der älteste erhaltene Schlossbau in Berlin. 1542 erfolgte die Grundsteinlegung hier durch Kurfürst Joachim II. Von Brandenburg, der als Landesherr sehr viele Bauaufträge hat erteilen lassen, unter anderem ein Jagdschloss in Köpenick hat bauen lassen, den Renaissancebau des Berliner Schlosses hat bauen lassen, und ein sehr jagdfreudiger Herr war und entsprechend hier in den Wäldern dieses Haus hat errichten lassen. Das Schloss war ursprünglich von einem Wassergraben umgeben. Es hatte eine etwas andere Gestalt, als es heute der Fall ist, aber die Gesamtanlage ist im Wesentlichen noch so erhalten, wie es damals der Fall war. Und das macht es durchaus zu etwas Besonderem, dass auch die Nebengebäude unverändert geblieben sind oder im Wesentlichen unverändert geblieben sind.